Ja, ich habe mir eine Bravo bestellt. Und zwar eine Bravo vom, ach, das sieht man mit meinem schlechten Handy nicht. Eine Bravo vom 28. Oktober 1976. Dieses Heft ist also 44 Jahre alt. Damals, als ich so 11, 12, 13 war, habe ich die natürlich auch wöchentlich gekauft. Ich war ein großer Sweet-Fan. Hier haben wir ein Heft mit Otto Wahl. Vorne auf dem Cover sehen wir Marianne Rosenberg, Penny McLean, ihr erinnert euch, mit Lady Bump, David Cassidy, Sean Cassidy, die Frau mit der Gitarre, oder ist es ein Mann, kann ich noch nicht identifizieren, und der gute alte Jürgen Drews, der damals seine nach Les Humphreys Karriere begann, ein Bett im Kornfeld. Ich blätter das einfach mal durch. Wer immer dieser Mann ist, ich kann mich nicht an ihn erinnern. Ja, das war ein schönes Auto, das hatte ich auch mal. Die Bravo Zentrale, die war immer anfangs. Aber einige wollen das hier sehen. Nur die gute Strumpfhose. 1,79. Ich weiß nicht. Sexy wirkt das nicht auf mich. Ja, hier haben wir Rudolf Rock und die Schocker. Da habe ich noch eine Platte von. Ich blätter einfach mal so durch, damit ihr euch mal erinnert, wie so eine Bravo früher aussah. Ich war nämlich auch überrascht. Damals wurde ja das Layout noch von Hand gemacht. Da gab es Druckvorlagenhersteller für. Heute wirkt das alles anders. Später ab den 80ern war die Bravo ja auch gänzlich in Farbe. Das hatten wir damals in unseren Teenagerzeiten noch nicht. Ah! Christian wird ins All entführt. Das ist die Serie Die Mädchen aus dem Weltenraum. Lief irgendwann mal bei ZDF Info, nee, bei Dreisat lief das nochmal. Ja, hier geht die Otto-Wahl los. Elton John dabei, Juliane Werding, Udo Lindenberg mit vielen, vielen Haaren auf dem Kopf, Tina Charles. Harpo natürlich, Chris Roberts, Christian Anders, hier ist er nochmal, Sean Cassidy, dein Bruder David Cassidy, Elvis dabei, stimmt, Elvis lebte noch. Der Fotoroman, Urlaub mit der Pille, heikles Thema. Ja. Mädchen, die nach Moschus rochen. Sowas gab es auch. Und hier die Runaways. Keck, keck und sexy. Unglaublich. Ja, John Lennon hatte gerade seinen 40. Todestag. Ach, seinen 40. Nicht mehr bescheuert. Doch, seinen 40. 1980 im Dezember gestorben. Nochmal Werbung. Vor kurzem hatte ich noch mehr Pickel als Sommersprossen. Karl-Heinz Rummenigge. Monique sucht einen Boyfriend. Das soll angeblich eine Schlager-Neuentdeckung sein. Wir haben nie wieder von ihr gehört. Die Rubettes. Hier mit einer kleinen Mittelbürste. Donovan. Einige werden sich noch an ihn erinnern. Mädchen, diese Höschen geben mir Sicherheit. Tja, der hat sich viel getan in den 40 Jahren. Damals kam Taxi Driver raus mit der ganz, ganz jungen Jodie Foster. Tina Rainford. An den Song, den sie mal in den Charts hatte, kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Irgendwas mit Silverbird. Fly, Silverbird. Hier das Fernsehprogramm. Tja. Grafisch aufregend einfach. Mit der Sportwerbung. Die Unbestechlichen. Gott, was sind wir alte Säcke, wenn wir uns daran erinnern können. Oh, wer ist das? Philipp Pickett. Sagt mir gar nichts mehr. Schreibt mir mal unten rein, wer das war.
der, glaube ich, abgeschlossene Miniroman. Jetzt weiß ich erst, was Liebe ist. Wir Jungen haben das nie gelesen. Ist Bernd Klöver der Richtige für Ute? Ute Kittelberger, das war auch mal ein Hype. Und Tampax-Tage spürt man nicht. Hier nochmal eine Übersicht über neue Singles, ein Abschiedsgeschenk von Deep Purple. Und jetzt das, was uns immer am meisten interessiert hat: die Hits der Woche. Die 20 Renner in deutscher Sprache. 1. Ein Bett im Kornfeld. 2. Christian Anders mit der Brief. Und 3. Hier ist dein Zimmer frei. Chris Roberts, kenne ich gar nicht. Bei den internationalen Stars Bonnie M. Und zwar vor ABBA. Man stelle sich das vor. Und auf Platz 3 Kiki Dee und Elton John. Don't go breaking my heart. Eigentlich kein schlechter Song, den mag ich noch immer. Das Lineal hatte ich nur reingelegt, damit ich diese Seite hier finde. Ja, jetzt kommen wir auch schon zum Ende des Heftes. Hier nochmal Werbung. Trink dir den Sand aus dem Getriebe. Trink Coca-Cola. Ja, eine Seite mit Witzen. Nochmal Werbung. Die Rubettes, ach die Rubettes, die Bee Gees. Seit ihrer Versöhnung geht steil bergauf und danach kam es ja auch. Danach kam dann, das war noch 77 dann, mit Night Fever und dem Ganzen, was da folgte. Ja, so sieht eine Bravo von 1976 aus. 20 Euro habe ich dafür bezahlt. 20 Euro. Aber dafür ist sie in ziemlich, ziemlich guter Erhaltung. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Spaß machen. Ich bin nicht der beste Filmer, ich bitte um Entschuldigung, aber ich bin kein Profi. Ich wünsche euch schönes schöne Adventszeit, schönes Weihnachtsfest, trotz allem. Macht's gut. Tschüss.